Την Ελλάδα. Γιατί δεν εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα. Auch Griechenland war bereits auf einem guten Weg, aber abgeschlossen war dieser Weg noch lange nicht. Immer wieder jedoch wurden leider einige notwendige Strukturreformen verschleppt. Diese Reformen sind aber nicht nur Voraussetzung dafür, dass das zweite Programm erfolgreich abgeschlossen werden kann, sondern sie sind auch Voraussetzung dafür, dass die Hilfe zur Selbsthilfe nachhaltige Wirkung zeigen kann. In der Wirtschafts- und Währungsunion gehen Eigenverantwortung und Solidarität Hand in Hand. In diesem Geiste haben sich die Finanzminister in der Eurogruppe am 20. Februar mit der griechischen Regierung auf eine Grundlage für die weiteren Arbeiten geeinigt. Diese Vereinbarung sollte es der griechischen Regierung erlauben, im Rahmen des laufenden Programms und auf der Grundlage der darin enthaltenen Bedingungen ihre eigenen Schwerpunkte zu setzen. Die griechische Regierung hat sich in dieser Vereinbarung zu umfassenden Strukturreformen verpflichtet. Diese müssen jetzt entschlossen angegangen werden. Die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds müssen dies bestätigen. Darüber hinaus bekräftigt die griechische Regierung in der Vereinbarung vom 20. Februar, und ich zitiere, eindeutige Zusage, ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern vollständig und fristgerecht zu erfüllen. Ende des Zitats. Η Γερμανίδα Καγκελάριος υποστήριξε ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για μια συμφωνία εφόσον η Αθήνα δείξει αληθινή βούληση. Und ich bin unverändert überzeugt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn die politisch Verantwortlichen in Griechenland diesen Willen aufbringen, dann ist eine Einigung mit den drei Institutionen immer noch möglich. Sie wäre die notwendige Grundlage für die anschließenden Entscheidungen in der Eurogruppe, genauso wie hier auch im Deutschen Bundestag.